Wurziburg. So wurde die Siedlung vor 1500 Jahren bezeichnet, deren Siedlungsspuren allerdings viel älter sind. Ungefähr 200 Jahre später wird diese Siedlung Wirteburg genannt. Die Ursprünge des Namens verschwinden im Dunkel der jahrtausendlangen Geschichte dieser Stadt. Oder leitet sich der Name Wirz vom süßen, unvergorenen Most ab, wie es der Chronist Lorenz Fries vor 500 Jahren vermutet? Der Name der alten Siedlung ist längst erraten. Würzburg. Die Perle Unterfrankens hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Seit alters her wird in dieser Stadt Wein angebaut. Würzburg ist eine Stadt der Kirchen, Klöster und Wirtshäuser. Würzburgs Universitätsgründung vor mehr als 600 Jahren gehört zu den ältesten dieser Art in Deutschland. Würzburg ist ein Wissenschafts- und ein Wirtschaftsstandort zugleich. Kein Wunder, dass Kunst und Kultur in einer reichhaltigen Fülle zusammenkommen, deren Pracht noch heute spürbar ist. Die besondere Lage Würzburgs im Maintal war wohl der Grund für die frühe Besiedlung. Die Stadt liegt eingebettet in Muschelkalkfelsen an den Ufern des Mains. An diesem Ort gab es früher eine Furt, eine seichte Stelle im Fluss, über die man auch mit schwerem Gepäck oder Wagen auf die andere Flussseite gelangen konnte. Mit dem Festungshügel existierte ein leicht zu verteidigender Berg, der im Falle eines feindlichen Angriffs allen Menschen Schutz bot. So siedelten die ersten Würzburger am Fuße der Festung. Als die Siedlung größer wird, weichen die Menschen auf das andere Mainufer aus, wo sich heute die Altstadt befindet. An den steilen Flusshängen des Mains wachsen erdbetonte, kräftige Frankenweine, die bei Kennern und Feinschmeckern hoch im Kurs stehen. Schon Goethe wollte den berühmten Steinwein nicht missen und bestellte direkt mehrere hundert Flaschen Wein, deren Wirkung heute in Gedichten und Literatur bewundert wird. Der Würzburger Stein ist der bekannteste Weinberg der Stadt. Seine geschützte Südlage lässt dort seit Jahrhunderten die besten Trauben wachsen. Im Herbst breitet sich eine melancholische Atmosphäre aus. Der Dunst des Mainwassers verklärt die Weinberge in einer mystischen Stimmung. Doch gerade dieser Dunst schützt die Trauben vor früh einbrechendem Frost und ist eine wesentliche Voraussetzung für den Weinanbau in Franken. Die Weine werden in den großen Weingütern in der Innenstadt verkauft. Bürgerspital, Juliusspital und staatlicher Hofkeller sind klangvolle Namen, die mit der ruhmesvollen Weingeschichte in Zusammenhang stehen. Die beiden Spitäler und der staatliche Hofkeller sind gleichzeitig das zweit-, dritt- und viertgrößte Weingut Deutschlands, was die Bedeutung des Weins für die Stadt erahnen lässt. Würzburg ist eine Stadt der Kirchen. Jeden Sonntag erheben ihre Glocken ihr Geläut über die Stadt. In den Kirchen werden die Orgeln gespielt und füllen die ehrwürdigen Gotteshäuser mit ihrem Klang. Würzburg ist ein Geheimtipp für Orgelspezialisten. Eine der zahlreichen Orgeln der berühmten Bonner Orgelbaufirma Kleis befindet sich in Stifthaug. Der Bischof von Würzburg, Heinrich I., hat dieses Chorherrenstift gegründet, damals noch außerhalb der Mauern, auf einem Hügel. Deshalb auch der interessante Name vom mittelhochdeutschen Burg, Hügel, Haug. Dieses Stift Haug wurde 1803 als Chorherrenstift aufgelöst. 1945, im Zweiten Weltkrieg, wurde diese Kirche zerstört. Sie ist völlig ausgebrannt, hat ihre wertvollen Kunstschätze verloren. Bis auf das Stifterdenkmal, wie es genannt wird,
das uns den Bischof Heinrich I. zeigt, wie er die Baupläne für dieses Projekt entgegennimmt. Seit 25 Jahren haben wir eine wunderbare Gleisorgel von der Firma Gleis Bonn, die nicht nur in Gottesdiensten gespielt wird, sondern auch in vielen Konzerten, vor allem über die Sommerzeit hinweg, von unserem Herrn Dr. Liesenmeier, unserem Cheforganisten. Unsere Orgel besitzt 45 Register mit Pfeifen aus Zinnlegierung und Edelhölzern, verteilt auf 3 Manuale. Und dann gibt es auch das Pedal, das der Organist mit den Füßen bedient. Alljährlich zwischen den Monaten Juni und Oktober veranstalten wir, wie Sie schon gehört haben, eine Reihe von Orgelkonzerten, zu denen wir auch Künstler aus dem In- und Ausland einladen, Künstler von Format, die sich hier dann vorstellen können. Die Augustinerkirche ist eine Kirche inmitten der Altstadt, mitten in der Fußgängerzone. Was in Würzburg etwas auffällt, ist, dass viele dieser Klöster in Straßen liegen, die einen anderen Namen tragen. Das ist eine Folge der Säkularisation, in der die meisten Klöster aufgehoben wurden und dann wieder neu gegründet wurden, oft an anderen Stellen. Diese Kirche hier war ein hochgotischer Bau, der dann später von dem genialen Baumeister hier in Würzburg, von Balthasar Neumann, barockisiert wurde. In der heutigen Gestalt, mit Ausnahme der Innenausstattung, die heute nicht mehr vorhanden ist, weil sie der Bombennacht am 16. März 1945 zum Opfer fiel. Diese Kirche war eine ausgeprägte Rokokokirche, die jetzt aber trotzdem gut wirkt durch die Raumschale, die er Balthasar Neumann verpasst hat. Wir haben hier in der Augustinerkirche in Würzburg eine der schönsten Orgeln in der ganzen Umgebung. Die Orgel ist als romantisches Werk bestens geeignet für Organisten, die die Romantik lieben. Speziell meine Interessen, die sich auf Bruckner und Wagner auf der Orgel richten, können hier in wunderbarer Weise realisiert werden, wie kaum an einer anderen Orgel. Das Juliusspital ist eine Stiftung des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. Es ist heute ein Krankenhaus und Altenheim und war früher zudem noch Waisenhaus und Pilgerheim. Julius Echter weiß um die Bedeutung seiner Stiftung, der es nie an Geld fehlen darf. Er bestückt das Spital sehr großzügig mit eigenen Wäldern, landwirtschaftlichen Gütern und Weinbergen. Der malerische Innenhof stammt aus der Barockzeit, als Baumeister Petrini nach einem Großbrand den Auftrag zu einem Neubau erhielt. Das beherrschende Haus am oberen Markt ist das Falkenhaus. Es war über viele Jahrhunderte ein Gasthaus mit Herberge. In der Barockzeit kam eine schlaue Gastwirtswitwe auf die Idee, ihr Haus mit einer neuen Fassade auszuschmücken. Ihr Haus unterschied sich von allen anderen in der Stadt und war so der Werbeträger für gemütliche Gastlichkeit, die sich bis heute in vielen Weinlokalen und Restaurants der Stadt wiederfindet. Dieses Haus brannte im Zweiten Weltkrieg vollständig aus und symbolisiert heute den Willen zum Wiederaufbau der Stadt. Am 16. März 1945 wurde die bis dahin nur wenig zerstörte Barockstadt Würzburg ein Raub der Flammen.
Alliierte Streitkräfte warfen mehr als 350.000 Brand- und Sprengbomben über der Stadt ab und verwandelten sie in ein Flammenmeer. Mehr als 90% der Innenstadt lag in Trümmern, fast 5.000 Todesopfer waren zu beklagen. Das Würzburg der Barockzeit schien das Grab am Main geworden zu sein. In nur 2 Jahrzehnten gelang es den Überlebenden, in einem vorbildlichen Wiederaufbau die Stadt zu neuem Leben zu erwecken. Heute hat die Stadt Balthasar Neumanns und Tilman Riemenschneiders 130.000 Einwohner. Die gotische Marienkapelle am unteren Markt wurde vor mehr als 500 Jahren im Auftrag der Bürgerschaft Würzburgs gebaut. So durfte der Stadtrat auch die Künstler bestimmen, die das Gotteshaus gestalten sollten. Würzburgs Bildhauer Tilman Riemenschneider erhielt den Auftrag, die Figuren an der Marktseite zu arbeiten. Adam und Eva sowie die Apostelfiguren zieren heute in Kopien die Fassade und sind bedeutende Beispiele gotischen Handwerks. Unweit der Marienkapelle liegt das älteste Lokal der Stadt, das Weinhaus zum Stachel, das bereits seit Anfang des 15. Jahrhunderts bewirtschaftet wird. Einst mussten die Würzburger hier ihre Steuern abgeben, was damals in Naturalien üblich war. Ein spitzfindiger Verwalter kam auf die Idee, die zu lagernden Steuereinnahmen in klingende Münze zu verwandeln und eröffnete kurzerhand ein Weinlokal. Seinen Namen erhielt das Weinhaus zu Zeiten der Bauernkriege, als es Treffpunkt der fränkischen Anführer im Krieg gegen den Fürstbischof war. Am Mainufer befindet sich ein weiteres Wahrzeichen der Stadt, der alte Kranen. Der Sohn Balthasar Neumanns errichtete die bis heute funktionsfähige Kranenanlage, die mehr als 1 Tonne Gewicht aus den Schiffen hob und im Zollhaus zwischenlagerte. Das bewegliche Oberteil der Anlage galt vor 250 Jahren als technische Sensation. Der Blick auf die alte Mainbrücke, auf das Käppele und auf die Festung Marienberg gehört zu den schönsten Aussichten in Würzburg. Die alte Mainbrücke ist eine der ältesten Steinbrücken in Deutschland. Seit dem 12. Jahrhundert gelangen Menschen und Handelswaren hierüber auf die andere Mainseite. In der Barockzeit ließ der Fürstbischof die Brücke mit Heiligenfiguren schmücken und begründete damit ein Ensemble, das Prag zum Verwechseln ähnlich sieht. Auf dem Nikolausberg steht eine Wallfahrtskirche der Fischerzunft. Die kleine Kapelle wird im Fränkischen kurz als Käppele bezeichnet. Im 18. Jahrhundert erhielt Balthasar Neumann den Auftrag zum Neubau der Kirche. Der Baumeister verstand es städtebaulich sehr geschickt, den massiven Bau der Festung auf dem nahegelegenen Marienberg, einen barocken Kirchenbau mit zierlichen Türmen entgegenzusetzen. Im Innern der Kirche schmücken prachtvolle Fresken aus der Hand des Augsburger Künstlers Matthias Günther die Gewölbe. Es ist kein Wunder, dass sich angesichts dieser barocken Pracht viele Hochzeitspaare im Käppele das Jawort geben. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Festung Marienberg. Seit Tausenden von Jahren bietet der Felssporn den Bewohnern des Maintales Schutz. Bereits die Kelten bauten erste Verteidigungsanlagen, doch erst im 12. und 13. Jahrhundert wurde eine Festungsanlage errichtet. Das heutige Aussehen geht auf die Zeit des Fürstbischofs Julius Echter zurück, der die Festung im 17. Jahrhundert nach einem Großbrand neu aufbauen ließ. Wehrhafte Mauern machten diese Burg zu einer der sichersten ihrer Zeit. Nur einmal konnte sie von den Schweden erobert werden.
Die großen Innenhöfe zeugen von der aufwendigen Hofhaltung der Fürstbischöfe. Der Bergfried ist fast 800 Jahre alt. Seine dicken Mauern waren damals nicht zu brechen. Das Brunnenhaus schützte die lebensnotwendigen Wasservorräte. Es ist eine unvorstellbare Leistung des 13. Jahrhunderts, durch den blanken Fels einen Brunnen mit einer Tiefe von 104 Metern bis auf das Grundwasser des Maines zu schlagen. Neben der Festungskirche führt ein Gang in den Fürstengarten, der in seiner Form und mit seinen Rosenbeeten einer italienischen Gondel nachgeahmt ist. Hier konnten sich die Fürstbischöfe sicheren Fußes von den Amtsgeschäften erholen. Die Festung beherbergt das Mainfränkische Museum mit der bedeutenden und sehenswerten Riemenschneider-Ausstellung. Von der Festung zogen die Fürstbischöfe über die alte Mainbrücke zum Dom in die Stadt. Von der Brücke aus genießt der Besucher den Blick auf die Stadt und deren Umgebung. Das Rathaus der Stadt wird von einem hohen Turm überragt, den die Würzburger noch heute nach dem mittelalterlichen Vorbesitzer des Hauses, Grafen Eckhard, nennen. Im historischen Teil des Rathauses befindet sich der sogenannte Wenzelsaal, in dem König Wenzel den Würzburger Bürgern die Reichsfreiheit versprach, ein Versprechen, das er nicht einhielt. In den Kapitellen der alten Säulen sind Miniaturgesichter eingearbeitet, die sich dem aufmerksamen Besucher zeigen, wenn er nahe an die Säulen herantritt. Im ältesten Profanraum der Stadt finden heute Empfänge und kleine Festveranstaltungen statt, zum Beispiel, wenn sich Gäste ins Buch der Stadt eintragen. Im Wappensaal wird die Decke durch Wappen verschiedener Bürgermeister Würzburgs geschmückt. An den Wänden hängen die Fahnen der Partnerstädte aus aller Welt. Im großen Ratssaal tagt das Stadtparlament. Die Wände sind mit Szenen aus der Stadtgeschichte gestaltet worden. Der Maler Wolfgang Lenz inszeniert die Stadtgeschichte in humorvoller Art und Weise, vergisst auch nicht, den Amtsschimmel zu verstecken und sich selbst zu verewigen. Ein Blick aus dem Fenster zeigt das rege Treiben der Innenstadt rund um den schönsten Barockbrunnen Würzburgs, den sogenannten Vierröhrenbrunnen. Die Schutzpatronin Frankens, Franconia, und die Tugenden bekrönen die vier Delfine, aus deren Mäulern sich das Wasser in den Brunnen ergießt. Der Vierröhrenbrunnen ist ein beliebter Treffpunkt in der Stadtmitte. Erst gegen Abend beruhigt sich das Geschäftsleben der Altstadt und Würzburg entwickelt mit den angestrahlten Sehenswürdigkeiten eine besondere Atmosphäre. Der Main fließt bedächtig am alten Kranen vorbei. Über dem Fluss scheinen Keppele und Festungen zu schweben. Die schönste Zeit für einen abendlichen Spaziergang ist die Adventszeit, wenn sich Würzburg für den Weihnachtsmarkt rüstet und die ganze Stadt in adventlicher Pracht in vielen Lichtern erstrahlt. Der alte Bischofssitz Würzburg geht auf die Gründung des heiligen Bonifatius zurück.
Die zwei Vorgängerbauten des Domes gibt es nicht mehr. Nach der Jahrtausendwende ließ der heilige Bruno, Bischof und Angehöriger des saalischen Kaiserhauses, den damals drittgrößten Kirchenbau in Deutschland errichten. Die Kathedrale wurde nach den Vorbildern der beiden Kaiserdome in Speyer und Mainz in einer Länge von 105 Metern gebaut und bot ungefähr 5000 Personen stehend Platz. Das entsprach fast der doppelten Stadtbevölkerung zu dieser Zeit. Vor etwa 300 Jahren wurde die Kathedrale ausstuckiert und mit barocken Altären versehen. Das Raumbild blieb mit seinen Kunstschätzen bis zum 16. März 1945 erhalten. Der Dom teilte das Schicksal seiner Stadt und brannte aus. Selbst die Glocken im Glockenstuhl wurden ein Raub der Flammen. Nach dem Krieg drang Wasser in die nördlichen Pfeiler und Wände des Domes ein. Im darauffolgenden Winter taten sich frostbedingte Risse im Gemäuer auf und im Februar 1946, fast ein Jahr nach Kriegsende, stürzte nachts die nördliche Hochschiffwand ein und verwandelte den Dom in eine Ruine. Beim Wiederaufbau gab es drei Möglichkeiten: Wiederherstellung des barocken Baubildes, Zurückführung des Domes in die romanische Erbauerzeit durch Abschlagen aller Stuckreste oder eine Kompromisslösung, wie sie heute sichtbar ist. Der zerstörte Teil des Domes wird romanisch nachempfunden, während der unzerstörte vordere Teil barock renoviert wird. Mit dem neuen Raumbild verbindet sich eine neue Konzeption der Raumordnung. Das Mittelschiff symbolisiert die Vergangenheit. Ausgehend vom Portal mit der Schöpfungsgeschichte, dem siebenarmigen Leuchter und den zahlreichen Grabsteinen. Die ältesten Grabdenkmäler befinden sich im hinteren Teil des Domes. Je weiter der Besucher nach vorne geht, umso jünger werden die Grabsteine. So befindet sich der Besucher auf einem Weg durch die Zeit, der in die Gegenwart am Altar mündet. Hier versammelt sich die heutige Gemeinde zur Messfeier. Die Zukunft wird durch den wiederkehrenden Christus aus der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel, symbolisiert. So schließt sich die Zeitachse, die durch die Schöpfungsgeschichte, dem ersten Buch der Bibel, eröffnet wurde. Die Bischofskirche beinhaltet berühmte Sehenswürdigkeiten. Das gotische Taufbecken ist eines der bedeutendsten Bronzekunstwerke seiner Zeit. Die Grabdenkmäler für Rudolf von Scherenberg und Lorenz von Bibra, geschaffen von Tillmann Riemenschneider, sind Höhepunkte gotischer Bildhauerarbeit. Die mächtige Domorgel überragt die Uhr aus der Zeit Julius Echters. Die Schönbornkapelle von Balthasar Neumann wurde als Grabeskirche für die mächtigen Fürstbischöfe errichtet. Die zahlreichen Würdenträger der Familie von Schönborn gestalteten über 150 Jahre die deutsche Geschichte. Ihr Einfluss reichte bis an den Kaiserhof nach Wien. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kiliansdom steht das Neumünster. Die Kirche gilt als Ort des Martyriums der irischen Wanderprediger Kilian, Colonnat und Totnan. Über dem Grab der Frankenapostel befindet sich heute eine gewaltige Kuppel, die mit reichhaltigen Fresken ausgemalt ist. An das Neumünster grenzt der ehemalige Kreuzgang der Stiftskirche, von den Würzburgern liebevoll Lusamgärtlein genannt. Eine 800 Jahre alte Kreuzgangswand überstand alle Wirren der Zeit. Hier steht der Gedenkstein für den mittelalterlichen Dichter Walter von der Vogelweide, der in Würzburg seinen Lebensabend verbrachte. Das Bildnis des Minnesängers findet sich ebenfalls am Franconiabrunnen vor der Residenz. Zusammen mit der Schutzpatronin Frankens sind auch Tillmann Riemenschneider und Matthias Grünewald verewigt. Der Brunnen steht vor der ehemals fürstbischöflichen Residenz, dem Stadtschloss der Fürstbischöfe. Die Festung Marienberg war nicht mehr zeitgemäß und Fürstbischof von Schönborn verlangte nach einem modernen und repräsentativen Schloss in der Stadt.
Der damals junge und noch unbekannte Baumeister Balthasar Neumann erhielt den Auftrag, die Bauleitung über sein späteres Lebenswerk zu übernehmen. Mitten in Würzburg entstand ein kleines Versailles, von dem Napoleon später behauptete, es sei der schönste Pfarrhof Europas. Das Treppenhaus gilt als geniale Raumschöpfung des 18. Jahrhunderts. Die meisterhafte Architektur Balthasar Neumanns verbindet sich kunstvoll mit den Malereien Giovanni Tiepolos, der eigens für die Fresken aus Venedig angereist war. Nach nur 13 Monaten Malzeit war eines der größten Deckenfresken der Welt fertiggestellt. Die Malereien verherrlichen den Auftraggeber Fürstbischof von Greifenklau, dem die vier Erdteile huldigen. Das damalige Europa mit seinen Künstlern wird abgebildet. Balthasar Neumann sitzt neben einem Hund auf einer Kanone. Antonio Bossi, der Stuckateurmeister, sieht den Betrachter mitten in die Augen und der Komponist Giovanni Benedetto Platti ist von seinen Hofmusikern umgeben. Am Rand verewigt sich Tiepolo und schaut mit seinem weißen Schal und der Malermütze prüfend nach rechts auf sein Werk. Afrika wird von einer schwarzen Frau repräsentiert, die auf einem Dromedar sitzt. Gegenüber reitet die Asia auf einem Elefanten. Der jüngst entdeckte Erdteil Amerika wird durch eine Frau symbolisiert, die auf einem Alligator thront. Alle Malereien wirken lebensnah, sodass sich für den Besucher der Blick in den Himmel auf Erden öffnet. Der weiße Saal beeindruckt durch seine außergewöhnliche Stuckatur, die Antonio Bossi in Handarbeit schuf. Er hatte nur 10 Monate Zeit, die detailfreudige Arbeit auszuführen. Fantasiegestalten seiner Kunst scheinen durch die 256 Lichter, die den Raum erhellen, lebendig zu werden. Das Weiß der Farben sollte den Besucher gedanklich reinigen, damit er sich der Farbenvielfalt des nächsten Saales widmen konnte. Gleichzeitig ließ man hier seine Leibgarde zurück. Der Kaisersaal wurde nach 2 Bildern der Würzburger Stadtgeschichte benannt. Tiepolo musste in diesem Saal zunächst seine Probebilder malen, bevor er den Großauftrag zum Treppenhaus erhielt. Er malt 2 Episoden aus der Würzburger Stadtgeschichte. Auf der einen Seite sieht der Betrachter die Hochzeit Kaiser Barbarossas mit Beatrix von Burgund. Auf der anderen Seite verleiht der Kaiser den Bischöfen in Würzburg die weltlichen Rechte. Der Saal bietet den festlichen Rahmen für viele Veranstaltungen, zum Beispiel das Mozartfest. Im Südflügel eröffnen sich die kaiserlichen Paradezimmer. Der Höhepunkt ist das Spiegelkabinett. Im Krieg zerstört, wurde es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts detailgetreu rekonstruiert. Mehr als 600 Spiegelscheiben befinden sich an den Wänden und an der Decke. Das Licht wird hundertfach in mannigfaltigen Bildern wieder und wieder verspiegelt, sodass Realität und gemalte Dimension ineinander fließen. Auf der anderen Seite des Kaisersaals war der Wohnbereich der Fürstbischöfe mit dem grünen Kabinett als Höhepunkt. Der gesamte Raum wurde zunächst versilbert und dann mit grünem Lack bemalt. Das Licht reflektiert metallisch grün und zieht den Besucher mit seinen Spiegeln in den Bann. Es ist der einzige Raum, in dem man um die Ecke sehen kann und erfährt, wer im übernächsten Raum gerade durch die Türe eintritt.
Fürstbischof und Angestellte besuchten einmal am Tag die Heilige Messe. Die Hofkirche zählt zu den schönsten bayerischen Barockkirchen. In den späten Abendstunden wird der Hochaltar in ein geheimnisvolles Licht getaucht. Balthasar Neumann spielt mit den Strahlen der untergehenden Sonne, die er ins Zentrum der Kirche führt. Unterhalb der Residenz überspannen mächtige Gewölbe die Fässer des staatlichen Hofkellers. Die großen Weinpressen und Gärtanks garantieren hygienisch einwandfreien Weinausbau. Die moderne Technik wird mit traditioneller Weinwirtschaft kombiniert. Die Weine reifen für einen bestimmten Zeitraum im Holzfass. Die lange Reihe der Weinfässer und deren Alter machen den Besuch im Keller zu einem atemberaubenden Erlebnis. Gerne führt der Kellermeister die Gäste durch die Hallen der Weingeschichte und vergisst natürlich nicht, ein Glas des edlen Tropfens einzuschenken, wobei manch lustige Geschichte seiner Zunge entspringt. Meine Damen und Herren, wir stehen hier vor den Beamtenfässern, die fürstbischöflichen Beamten oben in der Residenz, die haben in früherer Zeit eine Deputatentlohnung bekommen. Jeder Beamte durfte am Tag 3 Liter Wein für sich mit nach Hause nehmen. 3 Liter ebenfalls für die Ehefrau. Und meine Damen und Herren, es geht noch weiter. 3 Liter für jedes Kind, auch wenn es noch nicht mündig war. Allerdings gab es da eine Einschränkung, die muss ehelich sein. Mein Name ist Daniel Kleiner, ich bin Generalmusikdirektor hier am Haus und stehe dem Musiktheater als leitender künstlerischer Vorstand vor. Die Aufgabengebiete, die mir zufallen als Generalmusikdirektor, beinhalten die künstlerische Leitung des Orchesters, des Chores und das künstlerische Zusammenführen des Musiktheaterensembles, das heißt der Sänger, zu einem Ganzen, nämlich zu ebenso einer Theatervorstellung, wie Sie sie heute erlebt haben vom Barbier von Sevilla. Es ist nicht nur das Dirigieren selbst, sondern es sind auch administrative Aufgaben. Es ist das, wie gesagt, das Zusammenführen. Und da ist auch ein großer Teil davon sind Konzerte, die wir mit dem Philharmonischen Orchester machen. Ein anderer Teilbereich, der auch sozusagen unter meiner künstlerischen Ägide steht, ist das Mozartfest, das jedes Jahr in der Residenz stattfindet. Hier in Würzburg haben wir ein B-Orchester und auch ein B-Chor. Das ganze Theater ist eingestuft nach dieser Tarifklasse B und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir in dieser hohen Kategorie sozusagen rangieren in Deutschland und wir sind noch glücklicher, dass die Qualität fast höher ist als diese Einstufung. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Orchester in so einer unglaublich hohen Qualität und in so einer großen Intensität musiziert. In den Konzerten, in den Opernaufführungen und dieser Funke, der immer wieder gezündet wird, der springt auch jedes Mal aufs Publikum über. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, einfach hier dabei zu sein in Würzburg und da mitmischen zu dürfen und mitformen zu dürfen. Wir haben jetzt einen Ausschnitt aus der Oper gesehen, aus Barbier von Sevilla. Aber wie ja wohl allgemein bekannt ist, haben wir auch noch andere Sparten, nämlich das Schauspiel, das Ballett und die Kammerspiele unten.
und alles zusammen, das nennt man Dreispartentheater, aber ist natürlich ein Vierspartentheater, weil das Ballett eigentlich nie mitgezählt wird. Aber das Ballett ist ein ganz wichtiger Teil unserer Theaterarbeit und deshalb ist es eben ein Vierspartentheater. Würzburgs Universitätsgründung vor mehr als 600 Jahren gehört zu den ältesten dieser Art in Deutschland. Fürstbischof Julius Echter sorgte für eine reiche finanzielle Ausstattung der Lehranstalt. Professoren und Studenten lebten gemeinsam in einem riesigen Gebäudekomplex, der noch heute die juristische Fakultät und das Priesterseminar beherbergt. Mit der wachsenden Universität werden neue Gebäude errichtet, in denen Wilhelm Conrad Röntgen 1895 die nach ihm benannten Strahlen entdeckte, was ihm den ersten Nobelpreis in Physik einbrachte. Heute studieren fast 20.000 Studentinnen und Studenten in Würzburg, wobei die Medizin die größte Fakultät darstellt. Eines der jüngsten Universitätsgebäude ist das Biozentrum am Hubland. In dem neuen Forschungszentrum sind alle biologischen und medizinischen Wissenschaften unter einem Dach vereinigt. Kurze Wege und schnelle Forschung waren das Konzept zum Bau des Zentrums. Die Universität konnte ihre interdisziplinäre Forschung konzentrieren und so beschleunigen. Die Universität bildet junge Wissenschaftler aus, die zukünftig in Würzburg bleiben sollen. Das Biozentrum ist ja schon in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre konzipiert worden und die Idee war, verschiedene Fakultäten unter ein Dach wieder zu bekommen. Also ein Votum gegen die große Zersplitterung der Naturwissenschaften in Einzeldisziplinen. Und obwohl dieses Konzept dann erst in den 90er Jahren verwirklicht war, hat sich das doch sehr für die Universität bewährt. Es ist tatsächlich durch das Zusammenlegen verschiedener Institute in das Biozentrum eine neue Qualität in die Forschung gekommen. Ich glaube, das wird jeder hier in diesem Haus Ihnen bestätigen. Das fängt schon damit an, dass die Studenten sich gerne hier aufhalten, weil die Architektur so freundlich und hell ist. Es sind tatsächlich neue Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Lehrstühlen entstanden. Es ist ein ganz neuer Studienzweig, Biomedizin, ins Leben gerufen worden. Die Zusammenarbeit zwischen der Biologie und den vorklinischen Fächern in der Medizin war ja schon immer gut in Würzburg und das trägt jetzt Früchte. Auch für die Biologie, muss man sagen, hat sich in Würzburg ganz besonders bewährt, dass etwa gleichgewichtig auf die Probleme des molekularen Aufbaus biologischer Organismen geachtet wird, wie auf den evolutionären Ursprung. Und gerade die Synthese dieser beiden Quellen von Wissen über Organismen ist eine Stärke der Würzburger Biologie, die auch sowohl in der Forschung wie in der Ausbildung Früchte trägt. Wir zum Beispiel betreiben Gehirnforschung, wir interessieren uns dafür, wie die Gehirne von kleinen Fliegen, die im Volksmund Essigfliegen heißen, Drosophila, funktionieren und entstehen. Und das kann man halt heutzutage mit der modernen Genetik in einer viel tiefgründigeren Weise erforschen, als man das vor 25 Jahren ohne die Genetik konnte. Aber deswegen sind wir natürlich nicht eigentliche Genetik, sondern wir benutzen die Genetik, wie fast alle Zweige der Biologie, um moderne Biologie machen zu können. Die Stadt arbeitet mit der Universität zusammen und richtet den sogenannten Science Park ein. Er bietet jungen Nachwuchsunternehmern einen günstigen Start und hält so wissenschaftliches und wirtschaftliches Potenzial zukünftig in Würzburg.
Wir sind eine Hochschulausgründung. Die Universität Würzburg ist eine von den ältesten und bekanntesten Universitäten in Deutschland. Und durch diese Ausgründung haben wir gezeigt, dass die universitäre Know-how in der Lage ist, in der Wirtschaft auch Fuß zu fassen. Und InfoSim ist eine von den ersten Firmen, die hier in Science Park einzieht. Und ich glaube, dass wir die Rolle spielen, und die Rolle spielen wir auch gern, einer Hightech-Firma im Bereich der Kommunikationstechnologie in Würzburg. Ob es klappt im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung, wissen wir noch nicht, aber versuchen würden wir sehr gern. Wir haben ja hier mit dem Science Park von der Stadt die Möglichkeit bekommen, nicht nur die Firma zu gründen, den Anfang zu bilden, sondern auch entsprechend zu wachsen. Und ich hoffe natürlich, dass wir die Fläche, die die Stadt uns hier zur Verfügung stellt, auch irgendwann nutzen können, indem wir unseren Businessplan einhalten können mit dem entsprechenden Personalwachstum, sodass wir also noch mehr beitragen können, die Wirtschaft in der Region zu unterstützen und auch dem Standort Würzburg von der technischen Seite zu dem Renommee beitragen können. Wirtschaft zu stärken und Potenziale in der Stadt zu bündeln, ist die Aufgabe der Würzburg AG. Professor Thomé vom hiesigen Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik ist einer der Vorreiter für die Idee der sinnvollen Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft. Wir haben nicht das Ziel, Gewinne zu erzielen, sondern wir wollen ganz einfach Würzburg rühmen und preisen, soll heißen, wir wollen herausstellen, dass Würzburg nicht nur ein bekannter Weinort ist, sondern dass hier die Geschichte, die Tradition in die Zukunft reicht, dass hier Dinge entwickelt werden, dass hier Firmen entstehen, die sehr moderne Aufgabenstellungen lösen und dass wir uns nicht nur auf den Lorbeeren von Herrn Röntgen ausruhen müssen, wenn wir hier an Würzburg denken oder Würzburg eben als einen Standort für Industrieansiedlungen oder eben auch als einen Standort betrachten wollen, über den jemand nachdenkt, ob er da hingehen kann oder ob er da bleibt, um sich seine berufliche Zukunft aufzubauen. Das gemeinsame Bestreben war, eben die Ausbildungskapazitäten, die wir hier in Würzburg haben, durch die Universität, durch die Fachhochschule, nicht einfach immer nur anderen zugutekommen zu lassen, sondern auch dann nachher die von uns ja nun wirklich gut ausgebildeten Leute hier zu halten, um hier neue Ideen zu verwirklichen. Eine Idee, die vielleicht den Gedanken, der alle beseelt, die an dieser Würzburg-Idee mitarbeiten, ganz gut rüberbringt, ist das Motto, wenn Würzburg wüsste, was Würzburg weiß. Damit soll ausgedrückt werden, es gibt hier so viele Facetten von Entwicklungen, dass kaum jemand alle überblickt. Und genau das wollen wir bewusst machen, denn dann wird die Attraktivität dieses Standortes außerordentlich klar und wir können uns sozusagen gegenseitig Anregungen liefern in all diesen modernen Lösungen, die unsere Gesellschaft, also in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, auch braucht, die aber jeweils nur in relativ kleinen, innovativen Unternehmen entstehen können. Und die haben wir hier. Darüber hinaus möchte die Würzburg AG aber auch natürlich etwas für die Bürger hier tun. Sie möchte mehrere Veranstaltungen hierher ziehen. Jetzt gerade haben wir das Barbarossa-Spektakulum, was auch unter der Schirmherrschaft, wenn man so will, der Würzburg AG abläuft. Und das Interesse also nochmal besteht darin, die Firmen auf der einen Seite, die Bürger auf der anderen Seite und die künftigen sich um Würzburg bemühenden Touristen, Studenten oder Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, einfach miteinander in Verbindung zu bringen. Würzburg ist nicht nur eine Kultur- und Wissenschaftsstadt, sondern vor allem eine Stadt der Veranstaltungen, die das Jahresprogramm in vielfältiger Weise bereichern. Manche Veranstaltungen genießen inzwischen einen bundesweit bedeutenden Ruf. Das bereits erwähnte Mozartfest, die zahlreichen Weinfeste, aber auch das Afrika-Festival und nicht zuletzt das Kiliani-Volksfest. Thank you.
Würzburg ist eine Stadt mit vielen Gesichtern, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Kultur und Geschichte sind in einer atemberaubenden Dichte konzentriert, die Kunstfreunde aus der ganzen Welt anzieht. Würzburg als Kongressstadt ist seit 2 Jahrzehnten ein international anerkannter Partner. Für die Zukunft wird Würzburg ein moderner Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort der Biomedizin sein.